Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Und wir müssen zu Antonio, der nach uns gerufen hat. Aha, da ist ein Mann bei ihm. There you are. Come, Ezio. I'd like to introduce you to an associate. This is Agostino Barbarico, soon to be Doge of Venezia, thanks to you. È un onore fare la vostra conoscenza, illustrissimo. I'm sorry for the loss of your brother. He had it coming. He was bought and paid for by the Borgia. A mistake I have no intention of making. Come, Ezio. We have much to discuss. We've located Silvio Barbarico for you. He's fled into l'Arsenale. Fled? You mean occupied and joined by 200 mercenari, no less. Your doge now. Can't you command them to stand down? The Committee of 41 has yet to confirm my ascension. And this little stunt of Silvio's has only made things worse. He has an entire army at his command. Then help me to raise my own. I figured you'd say as much. Bartolomeo Dalviano is the man you seek. He and his men have little love for Silvio. He resides within the military district, southwest of l'Arsenale. Va bene. I'll go and see him. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal ins Militärdistrikt. Und der Bruder des Doges ist der neue Doge. Ironie des Schicksals, würde ich mal sagen. Silvio Barbarico, Il Rosso. Silvio Barbarico. Raised by wealthy merchants, Silvio was introduced to politics when his father was cut out of the family inheritance. From then on, Silvio worked for his uncle, his father's killer. Apparently, he had a knack for persuasion. Quickly, he became his uncle's advisor, proving his worth by discovering a Soranzo plot against the Barbarigos. You're gonna love this. Before the plot could be carried out, Silvio throws an Easter celebration, inviting the Soranzos. There's a pageant for the children in the central courtyard, while Silvio escorts the parents to the roof. He toasts the family, then signals the archers hidden behind the courtyard windows. The Soranzos never plotted against the Barbarigos again. Fast forward 10 years, and Silvio's living in his uncle's luxurious Venetian palazzo. According to the history books, his uncle died in bed. Ein gefährlicher Mann. Und auch einer, der viel Intrigen schmiedet, so scheint mir. Naja gut, werden wir den mal ausschalten. Wenn die Zeit gekommen ist. Erstmal gehen wir den Dings hier suchen. Jetzt habe ich den Namen von dem vergessen. Aber ihr wisst ja, den Typen, den wir jetzt suchen müssen im Arsenal. Mir fällt gerade nie ein, wie er heißt. Was soll's. Wir werden ja gleich kennenlernen. Dann kann ich mir seinen Namen bestimmt wieder merken. Hm? Der war Geschichte. Ach, sehr gut. So. Ach, hier sind wir, von hier sind wir erst gekommen. Mist. Hallo. Mensch, hey. Ich will nach vorne, nie nach hinten. Irgendwie fährt sich das Boot blöd, muss ich sagen. Das muss ich mir mal merken. Mit dem Boot will ich nicht mehr fahren, wenn es nie wirklich notwendig ist. In der letzten Folge hatte ich ja schon so ein bisschen angesprochen, von wegen unter anderem, dass ich auch gerne online spielen möchte. Und ich hatte ja auch schon gesagt, mein nächstes Projekt wird Assassin's Creed Brotherhood sein. Ich kann ja auch schon mal sagen, eventuell, wenn ich mal mehr Zeit haben sollte, vor allem dann nach dem Studium, vielleicht werde ich dann auch mehr Folgen, also verschiedene Projekte noch
produzieren. Wie gesagt, zurzeit erlaubt es mir meine Zeit nie, mehr als ein Projekt zu haben. Reicht für mich auch völlig aus, muss ich sagen. Deswegen wird es halt eben auch eine Weile dauern, bis ich die neuen Spiele spiele. Wenn sich das ändern sollte, dann geht es natürlich auch schneller. Aber das wird halt nur passieren, wenn ich mehr Zeit habe, die ich momentan halt nicht habe. Ja, und ich habe ja gesagt, ich werde Spiele, die einen Online-Modus haben, werde ich auch spielen. Mit euch hoffentlich auch zusammen, also mit denjenigen, die da aktuell zugucken. Ansonsten halt allein. Auch nicht unbedingt schlimm. Mich würde es halt nur freuen, wenn irgendjemand, der zuguckt und eine Playstation hat, dann halt mitspielt. Das fände ich cool, muss ich sagen. Ansonsten, ich habe ja schon gesagt, ich probiere den Online-Modus immer vorher aus, um auch sicher zu gehen, dass er funktioniert. Bei Brother zum Beispiel sind die Server schon runtergefahren, deswegen werde ich da leider nie mitspielen können. Demzufolge kann ich auch die Online-Trophäen nicht mehr spielen. Online-Trophäen, muss ich gleich dazu sagen, sind sowieso so eine Sache für sich. Ich finde ja, die haben auch viel mit Glück zu tun, weil man nie immer, oder weil man ja nie bestimmen kann, mit welchen Leuten man auf den Server kommt. Wenn man jetzt natürlich irgendwelche Leute hat, die wirklich die Pros sind, weil sie das Spiel in- und auswendig kennen und jeden Tag nur das Spiel spielen, dann hat man auch in den Online-Trophäen nie unbedingt eine Chance. Und deswegen, ich werde die Online-Trophäen probieren zu bekommen. Aber es wird nie mein Hauptziel sein. Also wenn ich sie nie bekomme, dann bekomme ich sie halt nie. Ja, ich helf dir ja gleich. Also die Singleplayer-Trophäen, da werde ich alle erspielen. Bei den Online-Trophäen werde ich nicht alle spielen. So. You must be one of Bartolomeo's men. What's happened here? Where is he? Silvio Snux attacked, took him deeper into the district. North of here. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Sag ich ja. Bartolomeo Dalviano aus seinem Käfig befreien. Okay, Silvio hat Bartolomeo angegriffen. Er wusste scheinbar, dass wir ihn aufsuchen werden. Jetzt liegt es an uns, den Guten zu befreien. Und was ich noch sagen wollte, wenn ich dann ein Spiel habe, wo der Online-Modus auch noch funktioniert, momentan zum Beispiel sind die Server von Assassin's Creed 3 noch offen, von Revelations, die waren auch noch offen, als ich es zum letzten Mal gespielt habe. Allerdings war die Qualität da nicht gut. Deswegen, wenn die Qualität der Server nie gut ist, oder wenn nur ich drauf war und man nichts machen konnte und lange warten musste, bevor irgendwie was begonnen hat, dann werde ich dort auch nicht spielen auf dem Server, weil dann bringt es meiner Meinung nach nichts. Ups. Entschuldigung. Schimpft eh noch. Wir mal auf die Dächer gehen. Stehen wir hier davor? Aha. Hallo. Und wenn ich dann ein Spiel mit
Online-Modus spiele, da wird es dann so sein, dass ich, das wollte ich jetzt nämlich ja sagen, dann werde ich alle zwei Tage eine Online-Folge raushauen und alle zwei Tage eine Singleplayer. So ein bisschen immer mischen. So, jetzt muss ich mich gerade so ein bisschen konzentrieren auf den Kampf. Dass der hier zu Ende geht. Na komm, greif an. Er wird gleich zu Ende gehen. Nummer 1. Du auch noch, los, komm. Sehr gut. Dann befreien wir den Guten mal, damit er ruhig ist. I'm Ezio Auditore da Firenze. I'm here to rescue you. Let's see who winds up rescuing who. What do you mean? Down there! Stop them! Where to, my lord? Hallo. Was hat der denn in der Hand? Erinnert mich an den Besen. Hey. Der ist weg. Und der auch. So. Wir müssen jetzt los hier. Und wer, ja genau, das wollte ich gerade sagen. Ich werde jetzt ein bisschen versuchen, hier den Wachen aus dem Weg zu gehen. Für uns die sicherste Variante, ohne irgendwie viel zu kämpfen, sage ich mal. Bisschen schleichen. Silvio set his men to ransacking your place. Prepare yourself for a fight. No need. Andiamo. If you value your life, you'll stand down. Never! What good is a man's life if it's not lived free, eh? I'll not go back into a cage. Then you'll go into the ground. Kill them. Jetzt hat er auf einmal ein Schwert wieder. Hey. So einfach umgefallen, der Gute. Den haben wir weg. Nehmen wir uns mal den anderen. So. Da gehen wir mal rein hier und gucken, was da auf uns wartet. What a mess they've made. Bianca. I hope she is unharmed. Und damit haben wir Bartolomeo befreit. Gehen wir mal gucken, was wir jetzt für ihn tun können noch. Good luck out there, Ezio.
Lasst niemanden zurück. Die Söldner befreien, die im ganzen Bezirk Castello gefangen gehalten werden. Ja, akzeptieren. Hier kletter ich jetzt mal nicht hoch. Die Kirche werde ich jetzt auch nicht hochklettern. Hier gehen wir mal rüber. Aha. Haben wir schon die ersten, die wir befreien können? Ah, hier. Na gut. Die sind schon ein bisschen härter hier. Hey. Na komm. Ach, machen wir doch mit der versteckten Klinge, das ist immer, glaube ich, schneller. So. Du unten, na komm. Komm her. Na komm. Na komm. So. Many thanks for the aid, friend. We'd like to fight with you, if you'll have us. Klar, nehmen wir mit. Alright, this way. Na kommt, Leute. Machen wir weiter mit der Befreiung. Bis jetzt scheint auch noch alles mit der Aufnahme zu laufen. Ohne Probleme, das ist sehr gut. Oh, hier sind doch noch viele Wachen. Na gut. Er hat mich umgeschubst. Hier kann ich das Schwert nehmen. Genau. Exekutiert. Den auch. Meine eigenen Männer angegriffen, was soll das? So, und einer ist noch. Lauf, Freund, lauf. Oder auch nicht. Ich will jetzt nichts wagen hier, also. Lieber kurzen Prozess machen. We are with you, Fred. Only lead the way. Schön, jetzt haben wir eine große Gruppe hinter uns. Seguimi. Dann kannst du ja losgehen. Die angeheuerte Gruppe wird angegriffen. Was ist denn da los? Ach, ist egal. Ich lasse sie jetzt zurück, ich befreie jetzt die anderen. Oben ist ein Bogenschütze, er stört mich ein bisschen, muss ich sagen. Den finde ich nett. Hallo. Au. Der doofe Bogenschütze dort oben, der muss nicht sein. Den kümmere ich mich gleich. Nach dir. So. Nehmen wir mal die Pistole hier. Damit mal interagieren. So, bitteschön. Du wolltest es nie anders haben. So, befreien wir die Ona. Sehr schön. Damit haben wir das geschafft. Und da machen wir hier an dieser Stelle jetzt auch eine Folgenpause.
und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Tschüss.